Wer auf Basis war, kennt ihn schon. Er hat dort einen riesentollen, wundervollen Vortrag gehalten. Ich hoffe, dieser hier wird genauso toll oder besser. Ich stelle ihn euch vor, Otto Jertz! Ja. Hallo, komme ich hier hoch? Ja, wunderbar. Ich übergebe dir einfach mal das Mikrofon. Bitteschön. Danke, ich entschuldige mich, ich habe kein so Namensschild. Am Ende kriege ich bitte eines, ja? Natürlich. Wo muss er denn da hin? Also, ich begrüße euch mit Liebe, Hoffnungsträger. Denn auf euch ruht die Hoffnung des ersten Jahrhunderts, des dritten Jahrtausends der Menschheit. Ihr werdet dieses ganze Jahrhundert, wenn nichts Dramatisches passiert vorher, durchleben. Wir Alten, ich steig bald in die Kiste, aber von euch hängt es ab, was aus dieser Welt wird. Und deswegen seid ihr für mich nicht nur Hoffnungsträger, sondern genau passend zum Motto des Kongresses, lasst Taten sprechen. Ihr seid nicht nur Hoffnungsträger, ihr seid bitte Hoffnungstäter. Macht, was ihr für richtig findet und lasst euch von niemandem unterdrücken und abhalten. Und wenn ihr dann gefragt werdet, aber passt das denn zu eurer Bildung, da habe ich gedacht, dann bringe ich euch ein Gastgeschenk mit. Es gibt da nämlich einen berühmten Menschen, der wird in euren Schulen immer hochgehalten, der heißt Johann Wolfgang von Goethe. Und der hat schon gesagt, seid Hoffnungstäter. Wunderbar. Und das habe ich euch als Motto auf den Zettel geschrieben, den ihr in eurer Tagungsmappe findet, nämlich Johann Wolfgang von Goethe, 1749 geboren, 1832 gestorben. Der wusste schon, es reicht nicht zu wissen. Man muss es auch anwenden. Es reicht nicht zu wollen, man muss es auch tun. Und wenn in eurem bayerischen Schulgesetz drinsteht, dass die Aufgabe der Schule ist, dass ihr mündige Bürgerinnen und Bürger werdet, dann könnt ihr euch darauf berufen und sagen, deswegen machen wir das jetzt. Und deswegen gehen wir den Fragen nach, die uns interessieren, und wir lassen uns nicht nur das vorsetzen, was andere meinen, dass ihr zu tun hättet. Und ich will euch noch mit zwei anderen Worten in diesen wunderbaren Kongress einstimmen. Ich bin richtig happy, dass ich da bin. Vor 8 Tagen hat mich Hanna angerufen, hat gesagt, die eigentlich jetzt hier sein sollten, sind krank geworden. Könntest du kommen? Dann sage ich, naja, gestern Abend sollte ich dann da sein. Da habe ich gesagt, da bin ich aber noch in Flensburg gestern Abend. Na, und dann hat die Isabel Zacharias ihren Kalender umgestellt und ich bin gestern Abend in Flensburg in den Nachtzug eingestiegen, die Nacht durchgefahren, um 7.05 Uhr am Hauptbahnhof angekommen und jetzt bin ich hier.
also noch zwei Einstimmungen, damit ihr nicht zu klein denkt und nicht zu kleinmütig handelt. Oft hört ihr das Wort unmöglich. Dazu sage ich euch was. Unmöglich ist ein Wort, mit dem Menschen um sich werfen, für die es einfacher ist, die Welt so hinzunehmen, wie sie ist. Statt das Risiko einzugehen, diese Welt zu verändern. Unmöglich ist keine Tatsache. Unmöglich ist eine Meinung, unmöglich ist vergänglich. Unmöglich ist ein Potenzial, unmöglich ist nichts. Lasst euch also nicht mit dem Hinweis, das sei nicht möglich, abhalten von dem, was ihr als richtig findet und es deswegen möglich macht. Fast nichts ist unmöglich, habe ich dann dazugefügt. Unmöglich ist Unsinn. Möglich ist, was du wirklich willst. Möglich ist insbesondere, was wir gemeinsam wollen. Was wir wollen, das aber möge verwurzelt sein in den überzeitlichen Werten von Humanität und Solidarität, sonst wird die Welt so schrecklich, wie sie derzeit ja auch ganz besonders an bestimmten Stellen dieser Welt ist. Ihr könnt Humanität und Solidarität um eurer selbst willen, um der Welt willen ermöglichen. Das ist meine eine Einstimmung, dass ihr euch nicht abhalten lasst von dem Hinweis, das sei unmöglich. Und das zweite ist, weil wir Angst hatten, zu weit zu gehen, sind wir nicht weit genug gegangen. Wer so weit gehen will, wie es oft nötig ist, der darf sich von Angst nicht abhalten lassen. Und deswegen ist die wichtigste Aufgabe aller Bildungsprozesse, sich von blockierender Angst zu befreien. Daran arbeitet, dann werdet ihr so weit gehen können, wie es sinnvoll ist im Blick auf die Realisierung von Humanität und Solidarität. Das war das Ende meines Vorworts. Vor 13 Jahren bin ich gefragt worden, wenn du eine neue, eine andere, eine moderne, eine zukunftsfähige Schule errichten könntest. Ich habe 10 bis 15 Schulen gegründet und mit aufgebaut. Wenn du das nochmal könntest, was würdest du da machen? Und in der Vorbereitung jetzt für euren Lasst Taten sprechen Kongress habe ich gedacht, ich gucke mir diese 10 Punkte, die ich damals aufgeschrieben habe vor 13 Jahren, nochmal an und ich stelle euch, ich soll ja nach 20 Minuten aufhören, manche wissen, dass mir das schwerfällt, ich kann bis Mitternacht durchreden, das ist aber eine Drohung, das mache ich nicht. Ich gucke mir diese 10 Punkte nochmal an, vielleicht lasse ich dann auch ein paar weg,
um euch zu fragen, ist das etwas, wo ihr sagt, jawohl, der Sache können wir noch immer mit Taten nachgehen, weil sie noch nicht genügend realisiert sind. Empfehlung 1. Fordert in euren Lernstätten, wolltet es etwas weiter fassen als Schule, in euren Lernstätten, ein, dass es etwas gibt, was ich in angelsächsischen Ländern kennengelernt habe, das heißt dort Future Studies, Zukunftsstudien. Ich nehme an, ihr habt alle Geschichte. Ich habe nichts gegen Geschichte. Ich finde den Satz, ohne Herkunft keine Zukunft, gar nicht so dumm. Aber ihr, habt es ja schon gesagt, lebt in diesem ganzen ersten Jahrhundert des dritten Jahrtausends ja nach vorne. Nicht bei den alten Ägyptern, nicht im 30-jährigen Krieg. Die Zukunft ist euer Heute. Und deswegen wundere ich mich ein bisschen, warum es keinen Lernbereich Zukunft gibt. Nichts gegen Geschichte. Aber ist es nicht viel wichtiger, dass ihr euch systematisch damit beschäftigt, wie möchte ich, wie wollen wir, dass unsere Zukunft aussieht? Und was will ich deswegen mir aneignen, damit ich meine, unsere Zukunft so gestalten kann, dass ich gerne in ihr leben möchte? Fordert Zukunft als Lernbereich ein. Und lasst euch nicht davon abhalten, dass ihr die Antwort kriegt, unsere Lehrpläne sind doch so schon so voll und wir kommen doch sowieso nicht mit dem Stoff durch. Da kann man vieles streichen, das habt ihr ein halbes Jahr später sowieso wieder vergessen. Aber wenn ihr an der Entwicklung eurer eigenen Zukunft und der Zukunft dieser Welt arbeitet, das werdet ihr nicht vergessen. Und dann heißt es, lasst Taten sprechen. Das, was ihr in dieser Hinsicht wollt, das werdet ihr umsetzen. Und dann wird sich diese Welt zum Besseren verändern. Mein Punkt 1. Ich kann immer jetzt nur die Impulse geben. Ich stehe euch noch auch Nachmittag zur Verfügung, um das, wenn es interessiert, im Detail zu besprechen. Jetzt kann ich nur die Impulse setzen. Punkt 1 heißt Zukunftsstudien als Lernbereich für uns alle in hinreichendem Zeitmaß. Mein zweiter Punkt hat die Überschrift Alle ins Ausland. Ich vermute, dass vielleicht 10% von euch, vielleicht sogar 15, schon waren oder es sich vorgenommen haben, ein Vierteljahr, ein halbes Jahr, noch besser ein ganzes Jahr in einer anderen Kultur, in einem anderen Land, am besten auf einem anderen Kontinent zu verbringen. Die Welt ist euer Zuhause. Ihr lebt jetzt in der Umgebung von München, aber die Welt ist euer Zuhause. Ihr seid heute Weltkinder. Und deswegen müsst ihr die Welt früh kennenlernen. Und nichts ist lernfördernder und persönlichkeitsstärkender
friedensbildender, als einzutauchen in andere Kulturen, in andere Kontinente, in andere Lebenswelten. Und deswegen gehört es zu einem zentralen Programmpunkt aller zukunftsfähigen Bildungsstätten, dass es heißt, wir wollen dazu beitragen, dass jede und jeder von euch die Möglichkeit hat, ein Vierteljahr, ein halbes Jahr, besser ein ganzes Jahr im Ausland zu vollbringen. All die, die ich kenne, die das gemacht haben, sagen übereinstimmend, nichts hat mich in meiner eigenen Entwicklung so vorangebracht wie ein solcher Zeitraum in einer anderen Kultur. Und wenn ich sage, alle, soll das natürlich keine Vergewaltigung sein, wenn jemand sagt, ich will nie raus aus München, nie, dann wäre ich großzügig, würde sagen, na gut, wenn dir nichts Besseres einfällt, warten wir es mal ab. Aber mit alle ins Ausland meine ich, diese Möglichkeit darf nicht abhängig sein vom Geldbeutel der Eltern. Und deswegen muss das ein Programmpunkt eurer Schule sein, die dazu beiträgt, dass es einen Fonds in der Schule gibt für all die, die das gerne machen würden, aber selbst nicht privat zahlen können. Ich kann da helfen, ich weiß, wie man sowas macht, wie das geht. Es gibt also noch einmal keinen Grund, dass ein solches Entwicklungsförderprogramm alle ins Ausland scheitert, dass Einzelne vielleicht nicht die Finanzierungsmöglichkeiten haben. Unmöglich ist Unsinn. Das ist möglich. Und ein so reiches Land wie Deutschland auf dieser Erde kann es ermöglichen, dass alle in eurer Generation diese für sie zukünftig das Leben und die Welt prägende Erfahrung machen in einer anderen Kultur. Setzt das durch, stellt Anträge, ihr habt meine Unterstützung auch weiterhin über diesen Tag heute hinaus, wenn ihr dazu Fragen habt. Punkt 2. Der Punkt 3 ist in gewisser Weise die Umkehrung. Es ist natürlich nicht nur gut, wenn ihr in die Welt geht, sondern es ist genauso spannend, wenn die Welt zu euch kommt. Und ihr könntet euch ja als Schülervertretung vornehmen, wenn fast alle von euch pro Monat 1 Euro in eine Kasse täten, und diese Schule hat wahrscheinlich 1000 Schüler, dann wären das im Monat durch euch 1000 Euro Einnahme. Und mit diesem Geld, da gibt es noch jemanden, der verdoppelt das, ist es möglich, dass ihr euch auch Gastdozenten einladet aus einem anderen Land, aus einer anderen Kultur. Oder dass ihr organisiert, dass 10% vielleicht Schülerinnen und Schüler aus einem anderen Land immerzu auch bei euch mit hier in der Schule sind und mitlernen. Also alle ins Ausland ist auf Wechselseitigkeit am besten angewiesen, weil es die Begegnung mit dem anderen noch weiter intensiviert. Und ich wollte mit dem 1 Euro pro Monat andeuten, das könnt ihr in die eigene Hand nehmen
und ist nicht abhängig von der Veränderung des bayerischen Haushaltsgesetzes. Das kriegt ihr hin, wenn ihr das für wichtig nehmt. Unmöglich ist nichts. Mein nächster Punkt heißt Selbstlernzentrum. Selbstlernzentrum. Ich habe es nie eingesehen. Warum soll ich in einem Klassenzimmer sitzen? Oder warum, das kommt ja dann noch auf euch zu, soll jemand in einem Hörsaal, in einer Hochschule sitzen, wenn er oder sie sich tatsächlich langweilt? Mir war meine Lebenszeit immer zu wichtig, als dass ich mich langweilen lassen wollte. Und deswegen haben moderne Bildungsstätten ein Selbstlernzentrum. Und eine Regel heißt, wenn jemand findet, ich habe jetzt von dem, was in meinem Klassenzimmer stattfindet, keinen Nutzen, da ist es doch besser, bevor er dann unterm Tisch auf dem Smartphone spielt oder einschlaft oder sonst was träumt, da ist es doch besser, es gibt ein Selbstlernzentrum und da geht ihr von euch aus hin und beschäftigt euch zum Beispiel mit euren Zukunftsfragen. Also ausharren im Klassenzimmer ist kein vernünftiges pädagogisches Prinzip. Seine Zeit zu nutzen für das, was ich für mich als bedeutsam ansehe, für die Fragen, mit denen ich mit meinen Freunden oder Freundinnen arbeiten will, das ist sinnvoll. Und dafür braucht ihr eine Möglichkeit, ich nenne das jetzt halt mal Selbstlernzentrum, das ist meistens der gemütlichste Ort, da gibt es viel Materialien, außerdem steht euch mit den modernen Medien sowieso die ganze Welt als Informationsquelle zur Verfügung. Also, ich muss mich hier bei den einzelnen Punkten kurz halten, Selbstlernzentrum wird der zentrale Punkt in den nächsten 1 bis 3 Jahren für unsere Schule, damit wir all das, was uns bewegt, wir bearbeiten können und es nicht mehr diese Kampagne gibt, wo eine Schülerin sagte, ich kann in 3 Sprachen Gedichte interpretieren, aber wie ich einen Mietvertrag ausfülle, weiß ich nicht. Das ist eine Ausrede. Da muss man es halt machen. Und indem ihr eine solche Regelung habt, wenn ihr findet, ihr wisst was Besseres zu tun, als die Beschwallung im Klassenzimmer über euch ergehen zu lassen, dann geht ihr da hin und geht den Dingen nach, die euch interessieren. Selbstlernzentrum. Okay. Ich kriege den Hinweis, dass die Zeit rum ist. Das Gute ist, ich habe euch die 10 Punkte aufgeschrieben. Die findet ihr alle in den Tagungsmappen. Ich sage euch, wenn nachträglich bei euch Fragen auftauchen, dass ihr was genauer wissen wollt, Otto Herz, E-Mail-Adresse leicht im Netz zu finden. Ich stehe euch über diese Anwesenheit hier heute zur Verfügung für solche Fragen. Wenn es ein bisschen länger dauert, drängt mich, manchmal kriege ich zu viel Post, weil ich so leichtfertig in solchen Versprechen bin. Ich darf einen Punkt noch sagen, nämlich Stichwort Zivilcourage.
die wichtigste Bürgerinnen- und Bürgertugend ist Zivilcourage. Was alles wäre auf dieser Welt Verrücktes, Schädliches nicht passiert? Und was würde auch nicht eintreten an Verrücktem und Schädlichem, wenn mehr Menschen rechtzeitig Zivilcourage zeigen würden, nicht mitmachen würden, was sie häufig innerlich ablehnen und trotzdem sind sie Mitläuferinnen und Mitläufer. Und deswegen müssen unsere Bildungsstätten, unsere Schulen Zentren zur Förderung von Zivilcourage sein. Dafür sollen die ausgezeichnet werden, die sich zivilcouragiert verhalten. Und was meine ich mit Zivilcourage? Menschen, die hinsehen, statt wegzuschauen. Die den Mund aufmachen, wo andere schweigen. Die sich einmischen, wo andere sich heraushalten. Die nicht nur im breiten Strom des Üblichen, sondern bewusst auch immer mal wieder gegen den Strom schwimmen, um für sich selbst und für andere größere Nachteile in Kauf zu nehmen. Solche Menschen zeigen Zivilcourage, ihr selbst, unsere Gesellschaft, unsere Welt ist darauf angewiesen, bei all dem Wahnsinn, den es gibt, dass mehr Menschen mehr Zivilcourage zeigen. Deswegen, nichts ist unmöglich. Ihr werdet Hoffnungstäter für Zivilcourage und dafür bedanke ich mich bei euch.